Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar. Zweiter Teil, die Wahlen 2001. Wir stellen Ihnen alle drei Landratskandidaten vor. Heute die Ansichten und Visionen von Michael Elster, CDU. XXL Info, das Magazin für Rhein-Main-Neckar. Die Wahlen 2001. Hintergrundinfos, Beweggründe, Visionen und Ansichten der Kandidaten. XXL Info, die Wahlen 2001, heute aus Limburger Hof. Wir stellen Ihnen alle drei Kandidaten vor, die Landrat werden wollen. Bei XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar. XXL Info, die Wahlen 2001, heute aus Limburger Hof. Ich bin zu Gast bei Michael Elster, Sie sind einer der Landratskandidaten von dreien. Sie sind Kreiswahlgeordneter, schon lange Jahre in der Kreispolitik beschäftigt, engagiert. Manche sagen, dass Sie hätten dadurch auch viele Vorteile jetzt beim Führen Ihres Wahlkampfes. Wie sehen Sie das? Sicherlich habe ich erhebliche Erfahrung in der Kreispolitik. Ich war 15 Jahre Mitglied des Kreistages, zuvor schon kommunalpolitisch in meiner Heimatgemeinde Limburger Hof engagiert. Ich kann einen Erfahrungsschatz einbringen. Ich kenne Land und Leute hier im Landkreis Ludwigshafen. Gibt es denn noch einen Kreisbeigeordneter bei der Kreisverwaltung Ludwigshafen? Gibt es da irgendeine Unterstützung? Jetzt im Wahlkampf? Nicht für den Wahlkampf. Aber ich denke, dass die Bürger einen Kandidaten nicht nur an seinen Versprechungen messen, sondern auch daran, was er bisher für die Bürger geleistet hat. Gerhard Schröder kommt aus Norddeutschland, das passt nicht jedem Pfälzer. Sie kommen ursprünglich aus der Pfalz und aus dem Bürgerhof. Wie nahe liegt Ihnen die Pfalz am Herzen? Fühlen Sie sich als Urpfälzer? Wie wichtig ist Ihnen die Pfalz? Dieser Landkreis ist meine Heimat und Antrieb auch für mein politisches Engagement ist der Wunsch, eben für die Menschen in diesem Raum die Lebensverhältnisse möglichst gut zu gestalten. Und dieser Landkreis hat ja eine große Anziehungskraft ausgeübt. Wir haben in den 30 Jahren des Bestehens die Einwohnerzahl von 125 auf 150.000 erhöht. Das zeigt, dass dieser Kreis zwischen Rhein und Wein, wie wir gerne sagen, doch attraktiv ist und eine liebenswerte Wohngemeinde, beispielsweise hier Limburger Hof, wo eben auch die Leute sich wohlfühlen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und wo es möglich ist, wollen wir auch die Infrastruktur noch weiter ausbauen. In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Stadt und der Landkreis nicht immer als Busenfreunde in der Öffentlichkeit präsentiert. Es gibt Konkurrenzdenken, ob gleich eine Kooperation im Ballungsraum Ludwigshafen Vorderpfalz-Rhein-Neckar gut täte. Wird es mit Ihnen als Landrat mehr Ebenen für Kooperation des Landkreises in der Stadt geben? Ich sehe den Landkreis nach wie vor als Schutzschild auch gegenüber übermäßigen Ansprüchen der kreisfreien Stadt. Es ist bekannt, dass der noch amtierende Oberbürgermeister wiederholt laut über Eingemeindungen nachgedacht hat. Da wird er sicherlich von mir eine Abwehrhaltung finden, denn die Entwicklung der Umlandgemeinden wäre so nicht denkbar gewesen, wenn sie Teil der Stadt Ludwigshafen gewesen wären. Vergleichen Sie nur die Entwicklung von Rhein-Gönnheim oder Mutterstadt Limburger Hof in den letzten Jahrzehnten. Umgekehrt ist es sicherlich richtig, dass das Rhein-Neckar-Dreieck dringend mehr Kooperation braucht, auch im Wettbewerb mit anderen Räumen in Deutschland, auch im internationalen Wettbewerb.
gerade nachdem bei der BSF Arbeitsplätze abgebaut wurden, müssen wir hier mehr Aufmerksamkeit auch dem Mittelstand widmen. Das ist ein Ziel von mir. Und dazu bedarf es auch einer besseren Kooperation, aber auf partnerschaftlicher Ebene zwischen den Gebietskörperschaften. Das geht übrigens über den Rhein hinaus. Ich sehe da insgesamt die Rhein-Neckar-Region als eine Einheit. Kann sich der Landkreis als Bilder abgrenzen gegenüber Umlandstädten wie Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal? Oder welche Bedeutung haben die Partnerstädte des Landkreises, wenn man das so sieht, oder eben die angrenzenden Städte? Wir haben eigene Stärken, nicht zuletzt aus den Gründen, dass eben hier ein hohes Wohn- und Lebensniveau besteht, sind etliche Bürger aus der Stadt in den Kreis gezogen. Umgekehrt sind wir auch auf Infrastruktureinrichtungen der Städte angewiesen. Beispielsweise die gesamten Krankenanstalten sind in den kreisfreien Städten. Auch im Bereich der schulischen Versorgung spielen die Städte eine wichtige Rolle. Es ist, denke ich, ein Geben und Nehmen. Umgekehrt fahren zum Beispiel auch etliche Stadtbewohner im Sommer in unsere Naherholungsgebiete, was ja für uns auch erhebliche Belastungen mit sich bringt. Also ich plädiere für ein partnerschaftliches Zusammenwirken. Ein Beispiel dafür ist auch die GML Abfallwirtschafts GmbH, wo ja gemeinsam in der ganzen Vorderpfalz eben die Abfälle der Gebietskörperschaften behandelt und in Ludwigshafen verbrannt werden. Wie denken Sie über Projekte der Ansiedlung von Großunternehmen, wie es im Fall Decathlon? Das muss im Einzelfall sehr sorgfältig geprüft werden, zumal diese Ansiedlungen auf der Gemarkungsgrenze von Ludwigshafen und dem Landkreis erfolgen. Ich denke, es kann eine sinnvolle Ergänzung des Einzelhandelsangebots sein, aber ich lege auch großen Wert darauf, dass die Attraktivität der Innenstadt von Ludwigshafen wieder mehr Gewicht gewinnt. Die Entwicklung der letzten Jahre ist absolut unbefriedigend. Als möglicher Landrat des Kreises Ludwigshafen habe ich kein Interesse daran, dass die Bürger des Kreises nur durch Ludwigshafen durchfahren, um nach Mannheim zu kommen und dort einzukaufen, sondern auch ein florierender Landkreis ist angewiesen auf ein attraktives Oberzentrum. Und da muss Ludwigshafen der Entwicklung der Innenstadt, weiß Gott, mehr Bedeutung beimessen, als dies in den letzten Jahren der Fall war. Auch das Projekt Walzmühle, mit Verlaub, um in einem Realmarkt einzukaufen, fährt kein Bürger nach Ludwigshafen. Diese Einrichtungen haben wir selbst in Mutterstadt beispielsweise im Kreis vorhanden. Also wir brauchen dort auch attraktive Geschäfte, wo die Bürger auch des Kreises sagen, es lohnt sich nach Ludwigshafen zu fahren, dort einzukaufen. Die Entwicklung in Speyer beispielsweise war in den letzten Jahren weitaus positiver. Speyer hat sich enorm entwickelt und gerade für den südlichen Teil des Kreises ist das ein attraktives Angebot. Übrigens auch die Entwicklung in Frankenthal beurteile ich vergleichsweise deutlich positiver als in Ludwigshafen. In Parteien und Vereinen laufen die Mitglieder weg, weil sich Ehrenämter nicht mehr lohnen würden. Unsere international gemeinnützige tätige Organisation, die Pilgrim HMA News Association Foundation, arbeitet auch ehrenamtlich. Ohne ehrenamtliches Engagement würden etablierte Systeme zusammenbrechen. Wie wollen Sie die Menschen aktivieren, davon überzeugen, dass Ehrenämter wichtig sind und diese auch noch entsprechend gewürdigt werden? Wie wollen Sie ehrenamtliches Engagement stärken und Menschen im Ehrenengagement für Vereine und Politik begeistern? Zunächst einmal stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, dass unsere Demokratie und gerade die kommunale Selbstverwaltung vom Mitmachen der Menschen lebt. Allein vom Zuschauen funktioniert Demokratie nicht. Ich denke, wir brauchen wieder mehr Bürgersinn. Meine Vorstellung ist eine Bürgergesellschaft, wo eben die Bürger aktiv mit einbezogen werden. Manchmal muss vielleicht die Parteipolitik etwas stärker in den Hintergrund treten. Die Leute wollen heute nicht politische Kraftmeiereien
abgezogen sehen, sondern sie wollen echte Problemlösungen. Sie wollen, dass eben das Gemeinwesen vorangebracht wird, auch die öffentliche Verwaltung wirtschaftlich arbeitet. Und bei diesen Projekten, glaube ich, sind auch die Bürger bereit, mitzumachen. Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass Politik nur noch zu einer schlechten Unterhaltungsshow pro Entertainment verkommt. Es gibt Parteien, die ihre Kandidaten mit Fallschirmen abspringen lassen und junge Menschen damit für ein paar Sekunden begeistern. Wie wichtig sind Ihnen die politische Arbeit und deren Inhalte? Zählt Verpackung mehr als oder die Aufmachung mehr als die, was dahinter steht, die Inhalte? Also ich beobachte diese Entwicklung, die Sie beschrieben haben, auch mit gewisser Sorge. Das hat natürlich auch zu tun mit der Bedeutung der Bildmedien in unserer heutigen Gesellschaft. Ich persönlich glaube schon, für mich in Anspruch nehmen zu können, dass ich in den letzten Jahren sehr intensiv mich auf die Sacharbeit konzentriert habe. Wir haben im Schulbereich im Landkreis Ludwigshafen eine enorme Entwicklung genommen. Die Frage der Hallenbadsanierung ist im Grundsatz entschieden und wird zielstrebig angegangen. Also ich bin, glaube ich, schon ein Mann auch der Tat, der politischen Gestaltung, nicht nur der Ankündigung oder der politischen Verpackung. Wenn wir jetzt bei Robert Klemke wären, was ist die typische Landbewegung eines Landrates? Handbewegung natürlich. Ernsthaft, was ist das Anforderungsprofil Ihrer Auffassung nach, die ein guter Landrat zu erfüllen hat? Ich denke, es sind im Wesentlichen zwei Gesichtspunkte. Zum einen erwarten die Bürger, dass der Landrat ein Bürger ist, der für sie eintritt. Wenn man so will, ein Landrat zum Anfassen, der mit den Bürgern dieses Kreises lebt, sich für sie einbringt. Zum anderen muss man aber auch sehen, dass die Kreisverwaltung eine Behörde mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist und dazu gehört eben auch politische Führung. Man kann eine solche Behörde nicht einfach im Selbstlauf sich überlassen, sondern hier muss klar geführt werden, um eben auch die Ziele, die zu erreichen sind, auch effektiv zu erreichen. Und die Bürger in Deutschland zahlen, weiß Gott, genügend Steuern, sodass sie eben auch einen entsprechenden Service erwarten dürfen. Ich denke, dass in diesem Bereich auch noch in Deutschland und auch hier im Landkreis Ludwigshafen einiges geleistet werden muss. Ich bin kein klassisches Verwaltungsgewächs, wenn ich das so sagen darf. Ich komme aus der Industrie. Und da zählt seit vielen Jahren eben auch die Kundenzufriedenheit als ein entscheidendes Kriterium des Handelns. Und dieser Gedanke, der muss auch noch stärker in der Verwaltung Fuß fassen. Das ist für mich ein wichtiges Ziel auch der kommenden Jahre. Sie sind vorhin schon auf die Sanierung der Kreishallen wieder eingegangen. Kommt den Kreis mit über 20 Millionen Mark teuer zu stehen? Ursprünglich hat das Hallenbad in Mutterstadt beispielsweise ein Neubau 7,5 Millionen Mark gekostet, jetzt kostet es bei der Sanierung den dreifachen Preis. Was ist Ihrer Auffassung nach die vergangenen 20 Jahre im Landkreis falsch gemacht worden? Ich kann nicht einen Gestehungspreis von vor 30 Jahren mit Kosten von heute vergleichen. Zum Zweiten muss man wieder berücksichtigen, dass bei dem Bau damals die Anschauungen über ein Bad noch anders waren als heute. Damals sind die Bäder als Sportbäder gebaut worden. Heute hat sich das Freizeitverhalten geändert. Das heißt, es wird mehr ein Freizeitbad erwartet. In diese Richtung geht jetzt auch die Sanierung. Ich denke schon, dass die Frage der Wirtschaftlichkeit des Betriebs hier in Zukunft stärker beachtet werden muss. Ich habe die Vorstellung, die Bäder zukünftig in der Form eines Eigenbetriebes zu führen. Das Betreiben eines Bades ist, weiß Gott, keine klassische hoheitliche Verwaltungstätigkeit, sondern ist mehr ein Wirtschaftsunternehmen und auch die Betriebsform sollte sich also diesem Gedanken anpassen. Deshalb möchte ich in dem Punkt eine Änderung herbeiführen. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, doch über die Jahre sukzessive und kontinuierlich nachzuinvestieren. Wir haben jetzt natürlich einen gewissen Investitionsstau im Landkreis Ludwigshafen. Wer könnte privatwirtschaftlicher Träger eines solchen Kreisvergnügungsbades werden? Ich sehe keine Chance,
das Bad vollständig zu privatisieren. Hier sind andere Gebietskörperschaften schon mächtig auf die Nase gefallen. Dieses Thema war auch Gegenstand der Beratung im Kreistag und diese Variante ist verworfen worden. Wir werden auch mit der Investition, die jetzt ansteht in Mutterstadt, nicht etwa in der Lage sein, hier ein Freizeitbad à la Miramar aufzuziehen, sondern die Dimension ist da schon etwas bescheidener, auch entsprechend dem Auftrag der öffentlichen Hand. Also wir wollen die Kirche auch im Dorf lassen. Aber wir müssen schon erreichen, dass wir gerade für die Zielgruppe junger Familien wieder attraktiv werden. Und das ist im Moment so nicht gegeben. Wo können künftig Leistungssportler, also auch Leistungsschwimmer trainieren? Es ist nach wie vor möglich. Das große Becken bleibt ja unverändert, dass dort auch Leistungssportler trainieren. Beispielsweise der Schwimmsportverein Mutterstadt hat ausdrücklich seinen Segen zu dem jetzigen Konzept gegeben. Das Außenbecken war aufgrund der geringen Tiefe schon bisher eigentlich für Leistungssportler nicht geeignet. Aber ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, wir sprechen jetzt über Mutterstadt, dass der Kreis insgesamt vier Räder hat. Das ist eine Besonderheit innerhalb auch des Landes Rheinland-Pfalz, dass der Kreis der Träger dieser Bäder ist. Andernorts stehen die Bäder in der Trägerschaft der Gemeinden und das ist eine erhebliche finanzielle Belastung auch für den Kreis. Aber es ist gleichzeitig auch ein Beitrag zu der Infrastruktur, die eben die Wohnqualität auch im Landkreis Ludwigshafen ausmacht. In Mutterstadt sind ja die Gemeinden Limburger Hof und Mutterstadt beteiligt. Sieht es auch in Römerberg so aus, was bei den anderen Kreishallenbädern ja, die Gemeinden mitfinanzieren? Wir haben einheitlich die Regelung im Landkreis Ludwigshafen erreichen können, dass sich die Sitzgemeinden mit jeweils 20% beteiligen. Dort, wo die Bäder auf der Gemarkungsgrenze stehen, zahlen beide Gemeinden wie hier Mutterstadt und Limburger Hof jeweils 10%, Schieferstadt zahlt 20%, im Süden Römerberg und Dudenhofen jeweils 10% und im Norden Maxdorf werden die 20% von Maxdorf und Lamsheim gemeinsam aufgebracht. Und es ist, wir diskutieren ja im Moment darüber auch, das Bad Maxdorf zu einem kombinierten Hallen- und Freibad auszubauen, auch vorgesehen, dass auch dort eben die beiden Sitzgemeinden sich an den anstehenden Investitionen beteiligen. Kann es gut gehen bei den Spannungen zwischen Lamsheim und Maxdorf? Ja gut, das Bad steht am Ochsengraben, der beide Gemeinden trennt, aber es ist richtig, dass in der Vergangenheit auch über dieses Thema viel diskutiert wurde, aber es liegt ja mittlerweile die Willensbildung in beiden Gemeinderäten vor, dass man hier gemeinsam ans Werk gehen will. Wissen Sie, in Zeiten der weltweiten Globalisierung glaube ich auch, dass wir uns vor der Bürgerschaft blamieren würden, wenn wir nicht ein Stück weit auch von dem Kirchturmsdenken bekämen. Rheinbrücke Altritt. Die einen sagen, wir brauchen die Brücke, die anderen sagen, der Bau der Rheinbrücke käme einer ökologischen Katastrophe gleich. Wird es mit Ihnen als Landrat die Rheinbrücke bei Altritt geben? Das ist schwer vorherzusagen, und zwar deshalb, weil nicht der Kreis die Rheinbrücke zu bauen hat, sondern diese Rheinbrücke Teil des Bundesverkehrswegeplanes ist und dort an mehr hinterer Prioritätsstufe steht. Deshalb glaube ich nicht, dass in den nächsten 8 Jahren, für die ich jetzt antrete als Landratskandidat, diese Frage zur Entscheidung stehen wird. Es ist so, dass die Altripper Rheinbrücke Teil nach wie vor der Planung ist, aber dass es sich in dem Bereich Naherholung Altripp um ein auch ökologisch hochsensibles Gebiet handelt, ist, glaube ich, auch zwischen den Parteien des Kreises unbestritten. Und da müssen die ökologischen Belange natürlich im Vordergrund stehen. Im Übrigen, im Moment setze ich meine Priorität eigentlich bei dem Ausbau des S-Bahn-Systems. Hier ist der Rhein-Neckar-Raum im Vergleich zu anderen Räumen, die vergleichsweise kleiner sind, hintendran. Beispielsweise der Raum Nürnberg
ist kleiner als der Rhein-Neckar-Raum, hat aber seit Jahren eine funktionierende S-Bahn. Und wir beginnen jetzt, diese S-Bahn ins Werk zu setzen. Das ist für diese Region von ganz großer Bedeutung. Und ich bin mit 5 Jahren von Ludwigshafen mit den Eltern nach Limburger Hof gezogen. Damals sagten Bekannte zu meinen Eltern, Limburger Hof ist eine attraktive Wohngemeinde und in Kürze kommt ja die S-Bahn. Ich freue mich, dass jetzt nach 35 Jahren dieses Jahrhundertprojekt tatsächlich Gestalt gewinnt. Ähnlich geht es ja den Neuhöfern. Die wünschen sich auch schon seit Jahrzehnten wenigstens einen Straßenbahnanschluss, beziehungsweise inzwischen ja auch einen S-Bahn-Anschluss. Wird der jetzt kommen, wenn Sie Landrat werden? Wenn Sie werden? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Projekt tatsächlich Gestalt gewinnt. Es gibt seit Jahren eine Planung, eine Machbarkeitsstudie der Stadt Ludwigshafen. Und auch in der Flächenplanung wurde eigentlich diese Trasse freigehalten. Ich unterstütze grundsätzlich diese Überlegung. Es war eben vorgesehen, die Straßenbahn von der Endschleife Rhein-Gönnheim über das Wildgehege dann hinter der Bebauung Neuhofen zu verlängern, sodass eigentlich dann bis zum Zentrum von Neuhofen die Straßenbahn weitergeführt würde. Zu einem anderen ökologischen Thema, BSE oder die Problematik um BSE macht natürlich auch von den Grenzen der Pfalz und des Landkreises Ludwigshafen nicht halt. Viele Landwirte beispielsweise rufen bei der Speyerer Lufer an, verängstigt und wissen nicht mehr, was sie machen sollen, wo sie Ersatzfutterstoffe bzw. alternative Futtermittel bekommen sollen, wer die liefern kann. Wie ist Ihre Einschätzung zu BSE? Wie wollen Sie verhindern, dass die Menschen im Landkreis Ludwigshafen an BSE erkranken? Zunächst einmal ist mein Eindruck, dass das Thema BSE wieder einmal deutlich macht, dass wir im Bereich der Landwirtschaft nicht unbedingt in den letzten Jahren den richtigen Weg beschritten haben. Mein Eindruck ist, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft hier negative Früchte trägt. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, dass im Moment die effektiven Ursachen ja noch nicht endgültig geklärt sind. Die Forschung tappt noch etwas im Dunkeln. Die Variante, dass das Futter ursächlich ist, ist eine Variante. Es gibt eine andere Theorie, dass Hormone die Ursache sind, weil ja die Krankheit auch vom Hirn ausgeht. Das muss sicherlich weiter untersucht werden. Aber dass beispielsweise Wiederkäuern tierisches Eiweiß verfüttert würde, das sehe ich in der Tat als einen Irrweg an. Und da bin ich auch froh, dass leider viel zu spät jetzt durch die Erkenntnis reicht, dass das abgestellt werden muss. Unsere Veterinäre sind im Moment auch dabei, die entsprechenden Tests zu machen. Aber das ist natürlich am Ende der Kette angesiedelt und auf Dauer muss eben die Struktur hier meines Erachtens geändert werden. Das heißt aber auch, dass die Verbraucher auch bereit sein müssen, gegebenenfalls ein paar Mark mehr für das Stück Fleisch zu bezahlen, wenn eben die Produktionsbedingungen auch umgestellt werden. Also Sie sind auch für einen ökologischeren Landbau? In jedem Fall. Wir haben ja heute glücklicherweise die Situation, dass ja wahrlich in Deutschland niemand Hunger leidet. Das heißt, eine immer weitere Intensivierung der Flächenausnutzung ist ja überhaupt nicht erforderlich. Wir sind nicht darauf angewiesen, die Hektarerträge beispielsweise immer weiter zu steigern, sondern wie in anderen Bereichen auch, muss die Frage der Qualität stärker in den Vordergrund treten. Bei Rindfleisch geht es ja jetzt weniger um Hektarerträge, aber es geht ja auch um... Aber um Massentierhaltung, das ist derselbe Gedanke. Aber es geht ja auch um Bebauung alternativer Futtermittel. Da werden etwa 20% in Deutschland angebaut, 80% werden aus allen möglichen Ländern dieser Welt eingeführt. Gibt es da genug Grundflächen noch, um entsprechend sich darauf einzustellen, jetzt proteinhaltige Pflanzen wie Soja, Raps, Erbsen, Hülsenfrüchte anzupflanzen?
Ja gut, also ich bin nicht der Überzeugung, dass in der heutigen Zeit nicht auch aus dem Ausland Futtermittel zugekauft werden können. Das sehe ich nicht als Problem an. Es kann nicht so sein, dass man sagt, die deutsche Landwirtschaft ist ein Closed Shop. Das entspricht auch nicht der Realität. Ich sehe das Problem in diesem Bereich proteinhaltiger Futtermittel teilweise auch noch unter einer anderen Perspektive. Soja kann ja beispielsweise auch für den menschlichen Genuss genutzt werden. Und wenn jetzt in großem Umfang Soja auch verstärkt als Futtermittel eingesetzt wird, dann wird dies zum Beispiel eben den Sojapreis in die Höhe treiben, was auch Rückwirkungen teilweise auf den Bereich der Dritten Welt hat. Darüber muss man auch mal nachdenken. Das ist jetzt schon bereits zum Teil geschehen, dass die Frage nach pflanzlichen Futtermitteln oder Bestandteilen und die Preise in die Höhe geschossen sind. Essen Sie selbst noch Rindfleisch? Im Moment nicht. Was essen Sie jetzt alternativ? Ich esse viel Geflügel, auch Schweinefleisch, aber auch natürlich Gemüse. Ist ja hier in der Pfalz sehr attraktiv. Warum die Arbeitslosenzahlen sind in die Höhe geschnellt? Wie wollen Sie als Landrat gegen Arbeitslosigkeit im Landkreis vorgehen und wie wollen Sie bekämpfen? Zunächst mal ist zu sagen, dass hier die Rheinschiene nach wie vor eine sehr günstige Position einnimmt, zum Beispiel auch im Vergleich mit der Westpfalz. Aber dies ist natürlich für uns kein Grund, sich auszuruhen. Ich habe vorhin schon kurz angesprochen, dass massiv Arbeitsplätze durch Stellenabbau im Bereich der Großindustrie verloren gegangen sind. Wir haben im Bereich der BSF zwischen 10.000 und 20.000 Arbeitsplätze verloren. Und deshalb können wir heute nicht mehr darauf vertrauen, dass die BASF die große Jobmaschine ist, die die gesamte Vorderpfalz mit Arbeitsplätzen versorgt. Das kann man bedauern, aber ohne diese Globalisierung wäre die BASF umgekehrt heute an der Börse womöglich ein Übernahmekandidat. Das wäre auch sicherlich keine gute Variante. Was ist seitens des Kreises zu tun? Wir müssen verstärkt unser Augenmerk auf den Mittelstand richten und dafür sorgen, im Sinne von Bestandspflege, dass Betriebe, die wir im Kreis haben, eben auch Entwicklungsmöglichkeiten haben. Seitens der Strukturfördergesellschaft wollen wir hier auch behilflich sein, wenn Erweiterungen anstehen. Aber wir werden uns auch aktiv um die Ansiedlung neuer Unternehmen in diesem mittelständischen Bereich bemühen müssen. Und gerade die neuen Techniken bieten ja hier auch Chancen, neue Unternehmen zu etablieren, die im Übrigen auch sehr umweltfreundlich sind. Diese neuen Unternehmen, die ja überwiegend auch mit der Computerbranche verbunden sind, die haben ja keine Emissionen und keine Belastungen, wie das früher bei Industrieunternehmen der Fall war. Also wir müssen diesen Strukturwandel, der auch hier im Raum Ludwigshafen sich vollzieht, aktiv begleiten und schauen, dass wir neue Unternehmen dazu bekommen. Wir werden auch schauen, im Gespräch mit den Gemeinden, dass wir neue Gewerbeflächen ausweisen, um eben diese Ansiedlungsvoraussetzungen zu schaffen. Neue Gewerbeflächen dürfte bei der einen oder anderen Gemeinde ja ziemlich problematisch werden, wenn ich an Hahnhofen denke, wenn ich an Neuhofen denke, an Waldsee denke. Da gibt es ja jetzt schon Probleme, dass spätestens in 10 Jahren, beziehungsweise schon zum Teil heute, die Gewerbeflächen erschöpft sind. Was schlagen Sie da vor? Wie kann man mangelnden Gewerbeflächen, wie kann man da den Gemeinden helfen? Also ich sehe schon Entwicklungsmöglichkeiten. Beispielsweise plant die Stadt Schieferstadt im Moment eine Vergrößerung des Gewerbegebietes in der Nähe der B9. Das ist ein attraktiver Standort. In Limburger Hof beispielsweise sind seit Jahren ganze Hektar Flächen frei, wo dringend Unternehmen gesucht werden. Also da wird Fläche vorgehalten. Die Gemeinde Mutterstadt, weiß ich, will auch ihr Gewerbegebiet erweitern. Ich weiß von Lamsheim, dass dort Überlegungen bestehen. Also es wäre schon aus Sicht des Kreises töricht, jetzt nur den Städten hier die weitere Entwicklung zu überlassen.
Natürlich muss dies abgestimmt geschehen, auch umweltverträglich, aber wir brauchen auch im Landkreis Ludwigshafen eine Weiterentwicklung in diesem Bereich. Zum Beispiel auch Römerberg wird das Gewerbegebiet an der B9 in Kürze erweitern. Neuhofen und Waldsee beispielsweise haben ja Probleme, die können sich nicht mehr groß ausdehnen. Dann gibt es das Gewerbegebiet in Horst, was von Neuhofen favorisiert wird, und in Waldsee in den Ferngärten. Da ist allerdings ja die Ablehnung aus Mainz gekommen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens. Wenn das bei einem Nein bleiben sollte, die Kreisverwaltung hat ja auch die favorisierte Lösung von Waldsee, also den Ferngärten unterstützt, Dr. Büsselmacher. Jetzt denkt Waldsee darüber nach, mit Neuhofen ein gemeinsames Gewerbegebiet eventuell dann zu gründen bzw. zu erschließen. Gibt es da die Unterstützung von der Kreisverwaltung bzw. von Ihnen als Landrat? Zunächst einmal ist die Planungshoheit bei den Gemeinden. Aber natürlich, gerade wenn es um die Raumordnungsplanung geht, hat hier der Kreis nicht nur eine begleitende, sondern eine unterstützende Aufgabe. Ich denke, dass bei den Gewerbegebieten heute ganz entscheidend die Frage der Verkehrsanbindung mit in die Betrachtung einzubeziehen ist. Hier sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, beispielsweise bei der ursprünglichen Ansiedlung des Espelamarktes, heute Real Nuderstadt auf freiem Feld. Das wäre heute undenkbar, dass ohne die Verkehrsinfrastruktur gelöst zu haben, man einfach einen Großmarkt in die Fläche setzt. Bezogen auf Neuhofen-Waldsee spricht aus meiner Sicht doch einiges für die Lösung im Horst, weil eben dieses Gebiet unmittelbar von der B9 erreichbar ist. Also diese Frage möchte ich dann als Landrat mir schon nochmal selbst vornehmen. Ich denke, dass man da auch mit dem Raumordnungsverband sprechen kann. Es kommt ja hinzu, dass genau in diesem Bereich schon ein Gewerbegebiet in Neuhofen existiert. Und dies wäre meines Erachtens eine sehr organische Erweiterung, zumal es sich im Grunde um eine Restfläche handelt zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet und der vierspurigen B9, die ja autobahngleich ausgebaut ist. Also hier von einer ökologisch hochwertigen Fläche zu reden, das schien mir verfehlt. Gut, für die Neuhöfer gibt es einen Badeweiher dort, da wird sicherlich noch bleiben oder wird er verschwinden, wenn es ein Gewerbegebiet kommt. Zumindest wird er dann eine Einbuße haben von einer Erholungswert. Gut, da kann man ja auch entsprechende Abstandsflächen vorsehen. Also das scheint mir nicht das zentrale Problem zu sein. Wenn ich sehe in Mutterstadt, dass ja auch das Gewerbegebiet und das Hahnenfreibad doch recht benachbart sind. Ich habe bisher nicht feststellen können, dass es da in der Nutzung Kollisionen gab. Und wenn man das vernünftig plant, ist das auch möglich, in Neuhofen eine Lösung zu finden. Aber wie gesagt, das muss nochmal eingehend beleuchtet werden. Ich möchte nur, dass auch in der Raumordnungsplanung unseren Kreisgemeinden eine angemessene Entwicklungschance eingeräumt wird und eben nicht gesagt wird, dass die Entwicklung ausschließlich auf die kreisfreien Städte fokussiert wird. Das halte ich nicht für angemessen. Und umgekehrt, es sehen Sie auch, dass zum Beispiel die Stadt Ludwigshafen ihre Gewerbeflächen jetzt teilweise auf die Gemarkungsgrenze setzt. Also das Ergebnis einer Raumordnungsplanung kann ja nicht sein, dass die kreisfreien Städte die unangenehmen Dinge auf die Gemarkungsgrenze mit zu unseren Lasten platzieren und wir selbst haben im eigenen Beritt keine Entwicklungschance. Der Architektenbeirat des Landkreises will künftig mehr Mitspracherecht bei großen öffentlichen Bauvorhaben, Altlastensanierung wie etwa die Kreisbahnsanierung Mutterstadt, kommende Landkreisteil zu stehen. Der Beirat hat mit allen drei Kandidaten gesprochen. Welche Rolle werden die Architektenberater als Fachgremium bei Ihnen im Zusammenhang mit der Realisierung von großen Bauvorhaben spielen? Keiner von uns kann Experte für alles sein. Zunächst mal habe ich mit dem Architektenbeirat persönlich gesprochen und das Ergebnis dieses Gespräches war, dass wir in Zukunft enger zusammenarbeiten wollen. Es ist angedacht, ein jährliches Treffen auch mit dem Architektenbeirat. Und ich bin gerne bereit, mich auch von Fachleuten, gerade bei solchen Großbauvorhaben, beraten zu lassen. Ich
sehe allerdings jetzt nicht, dass diese Großprojekte grundsätzlich anders entschieden worden wären, auch aus der Sicht des Architektenbeirates. Dafür gibt es für mich keinen Anhaltspunkt. Die Menschen des Landkreises müssen aus beruflichen Gründen viel pendeln und sind darin auch Spitzenreiter. Massenarbeitslosigkeit macht auch vor dem Landkreis nicht halt. Wir hatten vorhin das Thema schon mal kurz angesprochen. Es gibt aber auch viele Langzeitarbeitslose. Selbst wenn durch einen Berufsunfall in der Krankenpflege schwer behindert geworden, wenn man das auch nicht gleich auf den ersten Blick ansieht, nach 152 Bewerbungen im Landkreis hinter mir, auch in der Rhein-Neckar Region Mannheim-Heidelberg, und immer noch keinen Arbeitsplatz gefunden, obgleich ich ja nicht im Rollstuhl sitze oder sonst irgendwie jetzt körperlich stärker eingeschränkt bin. Es gibt ein paar Dinge, dass ich jetzt nicht ins vierte Stockwerk hochrennen kann. So ein Salieren dann zu knapp in der Luftwerte. Wie wollen Sie Menschen in ähnlichen Lebenslagen helfen, die jetzt langzeitarbeitslos sind und vielleicht noch die Kombination körperlicher Einschränkungen haben? Zunächst einmal hat sich der Landkreis Ludwigshafen auch im Zusammenwirken beispielsweise mit dem christlichen Jugenddorfwerk an verschiedenen gemeinnützigen Beschäftigungsinitiativen beteiligt. Ich verweise zum Beispiel auf das Projekt GABIS. Das ist eine gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung, wo eben auch Menschen, die längere Zeit arbeitslos sind, die Chance gegeben wird des beruflichen Wiedereinstiegs und dann eben über die Institution auch der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Das scheint mir schon der richtige Weg zu sein. Darüber hinaus wird eben gegenwärtig auch stärker diskutiert, dass unmittelbar Lohnkostenzuschüsse gezahlt werden, um einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Ich glaube, der Weg ist richtig. Es ist besser, Zuschüsse zur Erlangung einer Arbeitsstelle zu leisten, als im Zweifel über den Kreis die Sozialhilfe zu erbringen. Ich glaube, dass wir uns da auch Gedanken machen müssen, weil der Wettbewerb am Arbeitsmarkt schärfer geworden ist und auch Menschen mit einem Handicap es heute schwerer haben als früher. Ich will auch den Bereich der ungelernten Kräfte ansprechen. Da sehe ich auch einen Problempunkt. Die schulische Ausbildung spielt heute halt eine überragende Rolle. Und früher waren doch nicht nur am Bau, sondern auch in sozialen Einrichtungen zahlreiche Arbeitsplätze für ungelernte Kräfte, die durch die starke Technisierung zu einem erheblichen Teil weggefallen sind. Und da müssen wir auch überlegen, was da getan werden kann, um wieder auch da ein Angebot zu machen. Da geht es jetzt um gewerbliche, technische Berufe bzw. Menschen in diesen Bereichen unterzubringen. Mir geht es ja so, dass ich einen Berufsunfall in der Pflege hatte, also als Krankenpfleger mit Staatsexamen. Und laut zweier Gutachten der Rentenversicherungsträger nicht mehr in der Krankenpflege arbeiten kann. Ich habe auch noch ein Volontariat hinter mich gebracht, auch abgeschlossen, eine kaufmännische Ausbildung hinter mich gebracht, auch mit IHK-Abschluss, allerdings eben 16 Jahre nicht mehr ausgeübt. Gibt es denn auch für Menschen, die jetzt im kaufmännischen Sektor aktiv waren, dann eben was beruflich anderes gemacht haben, 10 Jahre Pflege und redaktionelle Arbeit, gibt es da auch eine Möglichkeit, die wieder im Landkreis beruflich zu integrieren? Frauen, die aufgrund einer Familienpause auch aus dem Beruf draußen waren und den Wiedereinstieg suchen, haben wir in Schieberstadt im Bildungszentrum der Kreisvolkshochschule entsprechende Angebote gemacht. Das Programm läuft heute noch und eigentlich mit sehr großem Erfolg. Etwa 90% der Damen, die dort gerade auch im Bereich EDV eine Zusatzausbildung absolvieren, finden anschließend wieder den Einstieg in den Beruf. Es gibt die Maßnahmen des christlichen Jugenddorfwerks hier in Limburger Hof im hauswirtschaftlichen Bereich. Beispiel in der Kreisverwaltung ist es so, dass wir auch die gesetzlich vorgeschriebene Quote übererfüllen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Schwerbehinderten, die unmittelbar in der Kreisverwaltung tätig sind. Der Landkreis muss sparen. Es gibt ein Defizit von 90 Millionen Mark. Wo werden Sie, wenn Sie Landrat werden, den Rotstift ansetzen, sprich sparen? Dann
das sind Schulden, das ist der Schuldenstand, den Sie ansprechen. Aber es ist nach wie vor so, dass wir nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt haben, sondern aus der laufenden Rechnung heraus einen Überschuss erzielen, um eben auch nicht nur Investitionen über Kreditaufnahme zu finanzieren, sondern auch aus dem laufenden Haushalt heraus aus Eigenmitteln einen Beitrag leisten können. Diese solide Finanzpolitik möchte ich fortsetzen. Hier waren sich auch Ernst Bartholomew und ich völlig einig die letzten Jahre. Er war Landrat, ich war die letzten 5 Jahre Fraktionsführer und wir haben hier Hand in Hand gearbeitet. Diese Linie der Solidität muss weitergeführt werden. Und ich habe schon mit großer Verwunderung die Anträge der SPD bei den letzten Haushaltsberatungen gesehen, wo mehr Belastungen von 6 Millionen per Antrag formuliert wurden. Das wäre absolut nicht zu tragen gewesen. Es muss geschaut werden, dass wir in den laufenden Betriebskosten vernünftig sparen, um dann auch Raum zu haben für notwendige Investitionen. Das sind ja keine Luxusdinge, wenn eben Schulräume gefehlt haben in der Vergangenheit. Dann war das unsere Pflichtaufgabe, beispielsweise eine neue Realschule in Nimburger Hof zu bauen, die IGS in Mutterstadt für 10 Millionen zu sanieren. Und diese Investitionen sind notwendig. Wo will ich sparen? Ich komme aus der Wirtschaft. Ich denke, dass die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, dass es hier noch erhebliche Potenziale gibt, die gehoben werden können. Ich will Beispiele nennen. Jetzt in dem Jahr, in dem ich als Kreisbeigeordneter tätig war, habe ich beispielsweise im Abfallbereich mit Entsorgungsfirmen Verhandlungen geführt, habe 540.000 Mark alleine im Bereich der Papierentsorgung pro Jahr als Einsparung durchgesetzt. Insgesamt für die Laufzeit sind das 2 Millionen. Und diese Einsparungen konnten jetzt mit Wirkung Januar 2001 in eine Gebührensenkung umgesetzt werden. Oder ein anderes Beispiel, ich habe mit gewissem Erstaunen dann festgestellt, dass die Energieversorgung für die einzelnen Abteilungen der Kreisverwaltung separat verhandelt wurde mit den Versorgungsträgern. Ich habe dann veranlasst, dass hier ein Paket geschnürt wurde, nicht nur für die Kreisbäder, die Energieversorgung verhandelt wurde, sondern für alle Liegenschaften des Kreises. Und das Ergebnis war, dass wir jetzt zu Jahresanfang einen neuen Vertrag abgeschlossen haben, einen Rahmenvertrag mit verschiedenen Versorgungsträgern, wo pro Jahr über den Daumen rund 100.000 D-Mark gespart werden können. Ich bin auch der Meinung, dass eine Modernisierung des Verwaltungshandelns zu weiteren Einsparungen führen kann. Beispielsweise ist noch vor geraumer Zeit im Bereich des Jugendamtes mit Karteikarten gearbeitet worden. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Heute gibt es eben den PC, wo solche Dinge erledigt werden können. Wir führen jetzt zu Beginn des Jahres das neue Rechnungssystem, was von SAP kommt, ein. Dort wird einfach die Anlagenbuchhaltung wesentlich vereinfacht. Dort werden dann 2 Kräfte freigesetzt werden, die wir in anderen Bereichen werden einsetzen können, um eben mehr Qualität für den Bürger zu erzielen. Also die Grundlinie in den konsumtiven Ausgaben bescheiden fahren, um dann auch eben Zukunftsaufgaben erledigen zu können, wie jetzt eben Erweiterung der Realschule in Burger Hof, Modernisierung des Kreisbades Mutterstadt, Sanierung der Rundsporthalle. Das sind ja Beträge, die aktuell mit 20 Millionen zu beziffern sind. Was sind Ihre 7 wichtigsten Missionen, die für die im Landkreis Ludwigshafen sich ändern sollen? Kurz zusammen. Erstens möchte ich die Verwaltung modernisieren. Ich möchte, dass wir ein modernes Dienstleistungsunternehmen werden. Auch die Frage Internet, moderne Techniken muss vorangebracht werden. Zweitens, ich möchte, dass
Dienstleistungen des Kreises stärker vor Ort angeboten werden. Die Behörde muss zum Bürger kommen und nicht der Bürger zur Behörde. Meine Vorstellung ist, dass es in den Kreisgemeinden hier Bürgerservice-Center gibt, bei denen sich von den Gemeinden, bei denen sich der Kreis beteiligt, sozusagen ein Kreisschalter bei den Gemeindeverwaltungen. Als konkretes Beispiel mit auf meine Veranlassung wird eben seit Dezember letzten Jahres eben die Führerscheinausgabe auch bei den Gemeindeverwaltungen vollzogen und der Bürger muss nicht extra auf die Kreisverwaltung fahren, um sich den Führerschein abzuholen. Ich möchte, wie gesagt, dafür sorgen, dass die Steuergelder wirklich sparsam eingesetzt werden. Ich denke, dass meine Erfahrungen aus der Wirtschaft geeignet sind, hier auch die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ein Stück voranzubringen. Dann geht es darum, die Schulen weiter auszubauen. Wir müssen die Realschule in Limburger Hof erweitern. Es müssen die notwendigen Fachräume bei der Realschule in Maxdorf geschaffen werden, um ein hochwertiges Angebot auch sicherzustellen. Eine gute Ausbildung, das ist der Rohstoff, aus dem eigentlich die Zukunft auch des Standorts Deutschlands resultieren muss. Und als Schulträger der weiterführenden Schulen ist der Kreis hier in einer besonderen Verpflichtung. Also die Schulen werden auch in Zukunft ein besonderes Augenmerk von mir haben. Dann möchte ich die Sportinfrastruktur des Kreises weiter auf einem hohen Niveau halten. Hier sollen auch die Sportvereine unterstützt werden. Gerade die Vereine, die noch eigene Anlagen haben, entlasten ja damit auch die öffentlichen Haushalte. Viele Sportvereine können kostenlos die kommunalen Einrichtungen nutzen. Die Vereine, die sich der Mühe unterziehen, eine eigene Anlage zu unterhalten, verdienen meines Erachtens eine besondere Unterstützung. Das kulturelle Angebot im Kreis muss auf hohem Niveau gehalten werden. Das ist meines Erachtens ein Aktivposten des Kreises, dass wir die größte Kreiskunsthochschule im Lande Rheinland-Pfalz haben. Hier möchte ich im Bereich des Seniorenstudiums noch einige zusätzliche Akzente setzen. Die Kreismusikschule habe ich vorhin schon genannt mit ihrem hervorragenden Angebot. Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Und diese kulturellen Angebote sind ein Teil auch der Identität dieses Kreises. Und das möchte ich nicht nur weiter gewährleistet sehen, sondern in dem einen oder anderen Punkt noch weiter ausbauen. Wichtig ist mir auch die Stärkung der Familien. Das betrifft nicht nur den Kindergartenbereich, sondern die Familien können nicht die Lastenträger nur der wirtschaftlichen Entwicklung sein, sondern sie müssen einen adäquaten Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Wenn wir die Familien vernachlässigen, dann wird sich das auf Dauer für unsere Gesellschaft bös rächen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber natürlich sind wir gerade im Kindergartenbereich auch originär in der Pflicht als Landkreis. Dann der Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Wir haben über die S-Bahn schon gesprochen. Diese S-Bahn wird wie die B9 im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs sozusagen die Perlenschnur sein, die die einzelnen Kreisgemeinden erschließt. Das ist eine ganz wichtige Infrastruktureinrichtung für unseren Raum. Ergänzend muss dann auch der Busverkehr eben auf die S-Bahn ausgerichtet werden. Da ist auch die ein oder andere Ergänzung noch notwendig. Ja, und abschließend, von der Priorität nicht an letzter Stelle, die Frage eben der Stärkung des Wirtschaftsraumes. Wir brauchen wieder zusätzliche Arbeitsplätze, gerade im Mittelstand. Sie haben ÖPNV nochmal angesprochen in der Zusammenfassung. Ist der öffentliche Personalverkehr wichtiger als der Ausbau von Kreisstraßen? Also der Landkreis Ludwigshafen ist mit Kreisstraßen hervorragend erschlossen. Mhm. Es kann nun gegebenenfalls noch darum gehen, die ein oder andere Ortsumgehung hinzuzufügen als Lückenschluss. Beispielsweise ist jetzt bei Lamsheim vorgesehen,
eine Umgehungsstraße zu schaffen, weil dort noch der ganze Durchgangsverkehr durch die Gemeinde rollt. Aber ansonsten hat im Moment die Schaffung eines attraktiven Angebots im Bereich des ÖPNV erste Priorität. Nicht um das Auto zu verdrängen, sondern einfach eine Alternative zu eröffnen. Und wir haben ja eingangs schon auch über die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreis gesprochen. Lange Zeit hat meines Erachtens auch die Stadt die Position vertreten, naja, die hätten ja die Chance gehabt, sich eingemeinden zu lassen. Das wollten sie nicht. Dann müssen sie sehen, wie sie mit der Verkehrssituation zurechtkommen. Heute erkennt man ja auch in der Stadt, dass die Stadt eigentlich Gefahr läuft, im Individualverkehr zu ersaufen. Und deshalb macht es wirklich Sinn, auch in einer Kombination von Individualverkehr und öffentlichem Verkehr hier neue Konzepte zu entwickeln. Ich nenne also als Beispiel diese Park-and-Ride-Stationen bei den zukünftigen S-Bahn-Haltestellen, dass man mit dem Auto hinfahren kann, noch besser, wo das möglich ist, mit dem Fahrrad, und dann eben mit der S-Bahn sehr schnell auch in der City sein wird. Allerdings muss man auch realistischerweise sehen, dass die S-Bahn erst dadurch auch an Attraktivität gewinnt, dass zukünftig wieder der Bahnhof in der City gelegen ist. Bei den kurzen Distanzen, die wir heute haben, fahren wenige Menschen zunächst mit der S-Bahn nach Ludwigshafen an den Stadtrand, steigen dann nochmal in die Straßenbahn um dann in die City zu gelangen. Die Situation wird sich grundlegend verändern, wenn man in 7 Minuten mit der S-Bahn in der City von Ludwigshafen ist. Und wenn diese Flohmersheimer Kurve gebaut ist, dann ist es auch von dem Bereich Lamsheim möglich, eben ohne Umsteigen nach Ludwigshafen zu kommen. Meine Vision wäre, das will ich aber gerne nochmal auch mit Freunden in der Stadt Ludwigshafen und dem Landkreis Bad Dürkheim besprechen, dass man eine Art Circle Line bildet, die ich mir so vorstellen könnte, dass man von Ludwigshafen kommend die alte Ludwigsbahn Richtung Neustadt fährt, dann entlang der Weinstraße von Neustadt nach Bad Dürkheim und von Bad Dürkheim wieder eben Richtung Lamsheim nach Ludwigshafen zurück. Und das wäre aus meiner Sicht auch ein Beitrag hier zur Integration des Vorderpfälzer Raumes. Ich denke, das wäre von der Idee her schon eine sehr attraktive Sache und ich werde also den Vorschlag auch noch in die Diskussion beim Verkehrsverbund einbringen. Ist die Frage, ob nicht auch der Tunnel für die Eisenbahn in Richtung BASF-Werksverkehr vor dem Kreishaus respektive dem Rathaus Ludwigshafen im Bereich des Parkplatzes Jägerstraße geöffnet werden könnte, sodass man dort noch eine Haltestelle für eine S-Bahn auch vorsehen könnte. Das hätte den großen Charme, dass man dann auch mit der S-Bahn bis zum Rathaussender Ludwigshafen unmittelbar fahren könnte. Ich glaube, dass eine solche Lösung mit vergleichsweise bescheidenem Aufwand doch realisiert werden könnte. Auch die Frage möchte ich mal hinsichtlich der Machbarkeit untersucht sehen. Vielen Dank für das Gespräch und die Darstellung Ihrer Beweggründe, was Sie als Landrat unternehmen wollen, wenn Sie es denn werden. Alles gut. Danke Ihnen auch für das Gespräch. Es hat mir Freude bereitet. Das war XXL Info, die Wahlen 2001, heute mit Michael Elster. Wir hätten Ihnen gerne schon alle drei Kandidaten am Stück vorgestellt, aber es gibt noch terminliche Probleme mit einem der Kandidaten, nämlich Werner Schröder. Aber ich bin sicher, wir kriegen das auf die Reihe und demnächst gibt's dann auch bei XXL Info die Wahlen 2001 Werner Schröder zu sehen. Dann haben wir sie Ihnen allen drei vorgestellt, alle drei Kandidaten haben wir Ihnen dann vorgestellt. Im Einzelgespräch und es folgt aber auch noch ein Hearing mit allen drei Kandidaten zusammen.
Ich danke fürs Zusehen. Ich bin ein bisschen verschnupft, man hört's. Ich wünsche allen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Toi, 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 Ihr Andreas P. Klamm. Nicht vergessen, das nächste Mal einschalten, wenn es heißt XXL Info, das Magazin für Rhein-Main-Neckar aus der Vorderpfalz, für die Vorderpfalz von Frankfurt bis nach Stuttgart mit Themen für die Region.